Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsausgabe jetzt hier bei den Pflegetipps Palliative Care oder von Frag den Sitte. Jubiläumsausgabe. Wir haben jetzt 100 Sendungen gemacht hier in unserem kleinen Studio in Fulda mit S3 Fulda und der Palliativstiftung. 100 Sendungen zu Frag den Sitte und jetzt die 30. Sendung zu den Pflegetipps Palliative Care. Und jetzt haben wir eigentlich, jetzt hätte man Korken knallen lassen Unbedingt, müssen. Unbedingt, ja. Jörg, bitteschön, lass mal einen virtuellen Korken knallen. Wir sind stolz auf die Leistung, die wir erbracht haben. Ja? Und heute haben wir das Thema Therapiezieländerung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Mediziner haben sich zur Aufgabe gesetzt, Patienten zu heilen. Und es ist aber so, dass Krebs im fortgeschrittenen Stadium auch heute noch nicht immer heilbar ist. Leider nicht immer heilbar. Und wenn das der Fall ist und die Heilung nicht mehr im Vordergrund steht, geht es darum, das Therapieziel zu ändern. Mit welcher Ausrichtung? Lieber Jörg, nicht nur Krebs ist nicht... Helmut. Ach, jetzt, Jörg ist da hinter der Kamera. Lieber Mach Helmut. Nix. Helmut sagt immer zu mir, lieber Jörg, jetzt sag ich mal zu dir, lieber Jörg. Also, lieber Helmut, nicht nur Krebs ist nicht heilbar. Du hast eine Brille, ich habe eine Brille. Ja. Könnte man sagen, unsere Augen sind nicht ganz in Ordnung. Ja. Die werden nicht mehr gesund. Ich schluck jeden Morgen meine Tabletten, weil ich einen hohen Blutdruck habe. Der geht auch nicht mehr runter. Kommt wahrscheinlich auch vom Arbeiten und vom Stress mit der Palliativstiftung. Aber ganz, ganz viele Sachen sind einfach nicht heilbar. Mhm. Und die nehmen wir einfach so hin. Die behandeln wir. Ich behandle meinen Blutdruck letztlich palliativ. Mhm. Palliaktiv. Palliaktiv, ja. Ich schluck Medikamente. Ich bleib aktiv. Mhm. Beweg mich viel. Versuche mein Gewicht zu halten, zu reduzieren hier und da. Gut, unser Augenleiden beeinträchtigt uns ja nur kaum. Wir nehmen also ein Nasenfahrrad, um die Sehschwächen auszugleichen und damit leben wir ganz gut. Und es gibt haufenweise andere Krankheiten, gerade beim hohen Blutdruck, wenn ich mir dann denke, der schlecht eingestellt ist über viele Jahre, der macht die Gefäße kaputt. Das ist richtig. Ja. Da werden die Zehen mal schwarz, da rieselt der Kalk überall nachher in Gefäßen. Ja, in unserem Alter kommt halt das eine oder andere. Und auch die Krankheiten werden palliativ irgendwann und werden so, dass wir überlegen müssen, bringt es das jetzt noch, was wir jetzt noch machen? Es bringt immer etwas, wenn es dem Patienten dient. Richtig. Wir müssen überlegen, ist die Therapie, die ich jetzt seit einem Jahr, seit 5 Jahren, seit 20 Jahren gemacht habe, jetzt im Augenblick die richtige Behandlung, um das zu erreichen, was ich eigentlich erreichen will? Und kann ich das noch erreichen, was ich erreichen will? Genau so ist es. Das gilt bei einem Krebs, das gilt bei Nervenleiden, Lähmungen zum Beispiel auch, Multiple Sklerose, ALS, das gilt bei Demenz, wo man bei Demenz ja auch schon jetzt vor Jahren gesagt hat, wir legen keine Magensonden mehr. Ja. Früher hat man bei allen Dementen eigentlich hunderttausendeweise im Jahr Magensonden gelegt für die künstliche Ernährung, hat dann irgendwann gesehen, das bringt eigentlich gar nichts, weil wenn der demente Mensch nicht mehr isst und nicht mehr trinkt, weil er keinen Hunger und keinen Durst mehr hat und das Schlucken vergessen hat, kann man natürlich die Kalorien zuführen mit einem Schlauch, aber es hat weder das Leben verlängert, noch hat es dem Patienten geholfen. Im Gegenteil, es hat dem Patienten geschadet, weil er hat sich mehr wund gelegen, er hat mehr erbrochen, er hat mehr Stoffwechselstörungen gehabt, dann dadurch Zuckerentgleisung und, und. Deswegen macht man es nicht mehr. Das hat sich schon ganz Gutes wirklich verbreitet. Und bei vielen anderen Behandlungen, bei vielen anderen Krankheiten muss man auch fragen, ist das Therapieziel eigentlich noch das, was erreichbar ist? Ja. Und was wollen wir erreichen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die man auch mit dem Patienten klären muss. In einem, glaube ich, sehr schwierigen Gespräch. Patienten hoffen immer auf Heilung. Ja. Und wenn dann eine Änderung des Therapieziels eintritt, dann muss man darauf achten, dass die Hoffnung zwar geht, aber dass man ein Versprechen einlöst als Palliativmediziner, dem Patienten so gut wie möglich zu helfen, dass seine Lebensqualität so lange wie möglich erhalten bleibt. Die Hoffnung stirbt zuletzt und das ist wirklich so. Ja. Wir haben kein Recht, Patienten alle Hoffnung zu nehmen. Das sollten wir auch nicht tun. Ich nehme nicht einmal die Hoffnung, dass es vielleicht doch wieder besser wird, dass man doch wieder gesund wird, weil es gibt Verläufe, da kann man sagen, das war ein Wunder. Ja. Da würde ich aber nicht drauf rechnen.
Richtig, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man nicht erklären, punktum, aber das dürfte eher die Ausnahme ich sein. Ich kann auch nicht sagen, was jetzt sicher hilft, was wir tun können, damit ein Wunder eintritt. Deswegen versuche ich dann eben zu erklären, was medizinisch jetzt angezeigt ist und indiziert ist. Und ich habe ja auch viel Rettungsdienst gemacht, Notarzt, Feuerwehr und sowas. Ich werde sehr viel gelobt für Rettung. Wenn ich irgendwo das Kind aus dem Brunnen hole und also wörtlich sozusagen sogar so, ne, jemanden wirklich lebensrettend plötzlich behandeln kann und es dann schaffe, dass ein Leben erhalten bleibt, was plötzlich zu Ende gegangen werde, da wird mir viel gelobt. Ja. Für Prävention, für das Überbringen schlechter Nachrichten, kriegst du eigentlich nur Schelte. Das stimmt, aber ich habe das ja im eigenen Familienkreis gesehen, wie empathisch du in einer solchen Situation agieren kannst. Ich Danke. Glaube, das ist schon wirklich die halbe Miete, mit einem Patienten so umzugehen, wie du das getan hast, ihm klarzumachen, dass es keine Heilung mehr gibt, aber dass du alles tust, um ihm die letzte Zeit, die ihm verbleibt, so angenehm wie möglich zu gestalten. Da hat mir wahrscheinlich der liebe Gott halt was mit in die Windeln gelegt, sozusagen. Ja. Das, das kann ich halt ganz gut, das hat nicht jeder so drauf. Richtig. Und dann sollte man halt schauen, dass man die Arbeiten auch als Arzt macht, die man vielleicht vom Typ her gut kann. Ne? Da ist die Profession gefragt, das Professionelle gefragt, aber auch das Gespräch in dem Fall gehört zur Profession dazu, also Zuwendung zum Patienten. Und das Nichtgespräch auf meiner Seite, also das Zuhören. Einfach zuhören, ja, genau. Und der Patient ist derjenige, der die Therapie vorgibt. Ja. Und meine Aufgabe ist es, dem Patienten zu erklären, kann er mit dieser Therapie noch irgendetwas erreichen, was er erreichen will. Ja. Und wenn es nur Schmerzbekämpfung ist oder negative Begleiterscheinung der Erkrankung. Oder auch wenn ein Patient sagt, ich will aber unbedingt alles tun, selbst wenn ich wahrscheinlich dadurch schneller sterbe, damit ich vielleicht ein bisschen länger lebe. Auch da wäre dann kann man auch meine sagen, Auffassung, was der Patient möchte, gehe ich mit, sollte eigentlich gemacht werden. Ja, gehe ich mit. Ja. Dann haben wir halt ein Therapieziel jetzt nicht so geändert, wie ich es empfohlen hätte. Eher auf die Linderung und die größtmögliche Lebensqualität für möglichst lange Zeit. Also für mich ist entscheidend, für mich persönlich, wie ich mich entscheiden würde, ist das Produkt quasi Lebensqualität mal Lebenszeit. Ja. Und nicht nur die Summe von beidem. Genau. Und wenn jemand sagt, nein, aber ich möchte diesen Termin erreichen, höchstwahrscheinlich, wenn ich jetzt nichts tue oder normal mich behandelt, bin ich dann ziemlich sicher tot, aber ich will alles auf eine Karte setzen und diesen Termin aus irgendeinem Grund erreichen, dann versuchen wir es halt. Auch wenn man dann dadurch vielleicht schneller stirbt oder wahrscheinlich schneller stirbt, alles auf eine Karte setzen. Aber in dem Fall ist der Patienten bitte zu respektieren. Ja, ja. Und zwei Dinge, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir aus der heutigen Sendung mitnehmen wollen. Einmal, Palliativmedizin hat immer das Ziel, die Lebenszeit, die verbleibt, so optimal zu verbessern, also das negative Beeinflussungen dem Patienten zu nehmen, dass er die letzten Lebenstage, Lebenswochen, Lebensmonate so gestalten kann und nach Möglichkeit noch ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und damit wollen wir uns verabschieden. Es drängt, weil wir hier im Studio jetzt auf den 100. Geburtstag, auf die 100. Sendung anstoßen wollen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, wünschen Ihnen noch eine gute Zeit und freuen uns, wenn Sie uns in der nächsten Woche wieder zuschauen. Alles Gute. Die nächsten 100 Sendungen bitte zuschauen. Unbedingt. Und geben Sie uns ein Like. Tschüss. Tschüss.